Mamma mia, 450 cavalli! 4,2 secondi per 100 km a ora! Velocità massima 292! Wow! Mamma mia, che macchina! Eccola, la nuova Alfa Romeo 8C, una macchina stupenda, bellissima. Santa Maria della velocità e della Formula 1. Mi piace questa macchina. E lì l'Alfa Romeo per la mamma e per i bambini. L'Alfa Romeo Mito. Ich werde verrückt. Immer wenn es um Alfa Romeo geht, da sprudelt das Italienische einfach so aus mir raus, weil es um automobile Leidenschaft geht. Alfa Romeo, eine Marke mit großer Tradition, fast 100 Jahre alt. Man war schon Formel 1 Weltmeister, man war in vielen Fernsehserien und Filmen aktiv, vom Kommissar Rex bis zur Reifeprüfung in Hollywood. Und man hat sich mit Design und Sportlichkeit in die Herzen der Autofans gefahren. Und man versucht auch im Reich der Zwiebeltürme, insbesondere Audi und BMW, das Wasser abzugraben. Aber es funktioniert halt leider nicht so richtig. Immer wieder kommt man in die Diskussionen mit der Qualität. Aber jetzt, mit dem Mito, soll sich alles ändern. Man will neue Käuferschichten erschließen. Jünger, dynamischer, modischer. Man will ins Reich des Mini Cooper eindringen. Und man ist durch die Bank schon mal 1 bis 2.000 Euro günstiger. Und man bietet mehr Ausstattung. Jeder Mito hat ein ESP und 7 Airbags an Bord, inklusive Knie-Airbag. Die Fensterheber und die Außenspiegel funktionieren elektrisch und auch ein CD-Radio ist von Anfang an mit dabei. Gegen Aufpreis gibt es dann noch den USB-Anschluss, Klimaanlage und das schicke Cockpit im Carbon-Look. Überhaupt sieht der Mito richtig lifestyleig aus. Und wenn sich die Rundinstrumente in Szene setzen, ist das die ganz große Show. Was mir nicht so gefällt, ist das Hartplastik mit einigen Kanten und die 4 Einschusslöcher hier in der Mitte verstehe ich überhaupt nicht. Vorne sitzt man gut. Um nach hinten zu kommen, ist erstmal Sport angesagt. Hebel nach oben, klappen, schieben, einsteigen, klappen, zurückschieben. Und dann wird's ganz dunkel und ganz eng. Hier möchte ich wirklich nicht lange sitzen. Das ist nur etwas für die Bambini. Im Kofferraum deutlich mehr Platz als im Mini wenigstens. In Litern ausgedrückt 270, genauso viel wie im Polo. Drei Motoren gibt's für den Mito und ich habe mir den 1,6 Liter Turbo-Diesel geschnappt. Nach reinstem Downsize im Konzept konstruiert, das heißt wenig Hubraum plus Turbo ergibt Sportlichkeit und Sparsamkeit. Na, wie sieht's denn nun aus mit der Sportlichkeit? Wir gehen mal Vollgas, rühren ein bisschen rum hier im 6-Gang-Getriebe und stellen fest, hoppla, 9,8 Sekunden von 0 auf 100 und Höchstgeschwindigkeit 198. Rispetto, Signorina Alfa Romeo, also ganz schön schnell für so ein kleines Auto. Sparsamkeit, Fragezeichen, und jetzt hören Sie mal genau hin. 4,8 Liter nur auf 100 Kilometer in einem italienischen Auto. Wann hat es das denn mal gegeben? Plus niedrige Emissionen, Euro 5 Norm. Also dieses Auto ist nicht nur sparsam, es ist auch wirtschaftlich, wenn man bedenkt, dass man nur alle 35.000 Kilometer zum Service muss. Dann gibt es serienmäßig diesen DNA-Schalter in der Mittelkonsole. A steht für All Weather oder Angsthasen auf winterlichen Straßenverhältnissen, N für Normalos und D für die Dynamiker. Wenn wir das mal betätigen, dann haben wir sofort nochmal 40 Newtonmeter mehr Drehmoment, insgesamt 320 Newtonmeter und dann geht es noch hurtiger geradeaus. Aber eben nur geradeaus. In Kurven gefällt mir der Mito nicht ganz so gut. Die Lenkung gibt nur sehr wenig Feedback und auch das Fahrwerk könnte etwas straffer sein. Also da hat es schon sportlichere Alfa Romeos gegeben. Zu guter Letzt werden sich einige fragen, was heißt eigentlich Mito? Ich sag's Ihnen, Milano Torino, capito? Mito, auf Italienisch Mythos, ja? Auf Englisch Mito. Ja, ich will den Mito auch haben.
Wie schön, dass die Italiener endlich mal im Autoquartett auch wieder eine gewichtige Rolle spielen mit dem Otto G Competizione und 450 PS. Weltweit wurde das Auto auf 500 Stück limitiert und die Fans aus der ganzen Welt griffen sofort zu. 81 Deutsche hatten das Glück, einen zu bekommen, darunter 4 Frauen, und die zuckten nicht mit der Wimper über den Preis von 170.000 Euro. Eine eigene Farbe wurde aufgelegt. Otto G Rosso, herrlich glänzt der Metallic-Lack hier in der Sonne. Und wie schön, dass der Kleine hier einige Design-Details geerbt hat. Wie zum Beispiel die coole Augen, den breiten Kühlergrill mit den Nebelleuchten außen und dem Alfa Romeo-Dreieck in der Mitte, dem sogenannten Scudetto. Der Otto G pflegt klassisches italienisches Sportwagendesign. Kurze Überhänge, eine endlos lange Motorhaube, eine sensationelle Gürtellinie, die am gesamten Fahrzeug entlang aufsteigt und in einem, ja wie soll ich sagen, einem herrlich breiten italienischen Arsch endet. Und eine nähere Betrachtung sind auch die neuen 20 Zoll Felgen wert. Die sind aus Titan. Damit 3 Kilo leichter als normale Alufelgen und damit fast so leicht wie ein Strapsgürtel von La Perla. Und so sieht er auch aus. Mit viel Wohlwollen kann man übrigens auch von hinten wieder Ähnlichkeiten zwischen beiden Autos entdecken. Zum Beispiel die runden Heckleuchten von Alu eingefasst mit moderner LED-Technik und dann natürlich der Diffusor, der beim 8G wirklich aus Carbon ist und Abtrieb generiert. Beim Mito natürlich nur der Optik dient. Aber insgesamt steht auch der kleine Alfa sehr bullig auf den Rädern. Wenn nur alle Kleinwagen so rassig aussehen könnten wie der Mito. Die Designer in Italien beherrschen einfach die Details. Wenn man sich nur die Seitenlinie der Scheiben anschaut, könnte man glauben, man fährt in einem Maserati. Dann die ausgestellten Kotflügel. Das ist eben Sportwagen-Look. Und wo gibt's in der Kleinwagenklasse so schicke Felgen im 70s-Retro-Design? Und die gute Nachricht, Schönheit kostet nicht die Welt. Bei 14.700 Euro geht's los. Dann fahren wir doch mal, drehen den Schlüssel um, drücken den Starterknopf und nach einer Enzo Ferrari Gedenksekunde springt er auch tatsächlich an. Boah, was für ein heiseres Bellen. Holla, nach wenigen Metern kein Zweifel, hier sitzt man in einem echten Sportwagen. Ich würde sogar sagen, in einer rein rassigen Fahrmaschine. Das fängt schon mit den Sitzen an. Ich muss ehrlich sagen, bin seit Ewigkeiten nicht mehr in so engen, harten, brachialen Sportsitzen eingezwängt gewesen. Aber die bieten natürlich auch perfekten Seitenhalt. Kohlefaser, Aluminium, geflochtenes Leder, wohin man schaut, Rundinstrumente mit einem Tacho bis 330, schön zentral einzusehen, und Kippschalter, also wer italienisches Ambiente liebt, der wird hier fündig. Aber halten wir uns nicht mit Oberflächlichkeiten auf, wie mit diesem Typenschild, das schon wieder fast wegfliegt hier in der Mitte, sondern geben einfach mal richtig Vollgas. Ja! Und während ich Ihnen das jetzt hier erzähle, ist die Tachonadel bereits wieder auf 150. Oh, Landstraße, runter vom Gas. Unfassbar, in diesem Auto spürt man die Geschwindigkeit einfach nicht. Man kann übrigens ganz normal dahin fahren und die Schaltung automatisch walten lassen oder aber auch am Lenkrad eingreifen. Links runter, rechts rauf. Wenn man die Sporttaste betätigt, halbieren sich die Zeiten sogar noch auf 2 Zehntel pro Schaltmanöver. Also hier geht's richtig flott vorwärts. Dann geben wir noch mal Vollgas. Boah! Von 0 auf 100, 4,2 Sekunden. Und wenn es so weitergehen würde, bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 292. Und ich frage mich immer, wie haben die diesen Sound beim TÜV durchgekriegt? Aber am faszinierendsten ist der Otto G, wenn man hier sanfte Landstraßen mit den Kurven einfach mal ein bisschen schneller nimmt. Das Ding klebt, die 285er Breitreifen krallen sich hinten rein, vor allen Dingen, wenn man aus engeren Kurven immer wieder heraus beschleunigt, so wie jetzt. Naja, und wenn Sie sich jetzt fragen, was schluckt so ein Auto eigentlich? Ich sag's Ihnen, 15,8 Liter, laut Alfa. Nicht ganz
zu überzeugen, finde ich allerdings die Alltagstauglichkeit des Otto G. Vor allem bei Langsamfahrt rumpelt das Fahrwerk doch gehörig. Also es ist ziemlich hart. Die Übersicht ist ehrlich gesagt hundsmiserabel. Und rückwärts einparken ist echt ein Fall für Experten. Rückwärtsgang in der Mittelkonsole gedrückt. Und dann hören Sie mal, hören Sie das? Das Gepiepse. Bei jedem Rückwärtsfahren muss man sich das als Alfa Romeo Herrenfahrer anhören. Einfach ein Skandal. Und dann gibt es für diesen italienischen Schönling noch nicht mal eine Park Distance Control. Kann man was mitnehmen? Ja, ein bisschen was. In diesem Fach versteckt sich das Werkzeugset, kann man aber auch als Aktenkoffer verwenden. Und für den Wochenendtrip zu zweit ein edles Kofferset von Schedoni. Aufpreispflichtig, aber zu den Preisen macht Alfa keine Angaben. Man kann wieder was Positives über Alfa Romeo berichten. Da ist zunächst mal der Otto G Competizione. Was für ein Auto. Und selbst als gestandener Autotester bin ich richtig stolz, dass ich ihn mal fahren durfte. Es gibt ja nur 500 Stück weltweit. Eine rein rassige Fahrmaschine, am besten geeignet für Leute, die eine eigene Rennstrecke besitzen. Jetzt gibt es demnächst noch eine offene Version, den Spider. Der kostet dann sogar 211.000 Euro und ist auch schon ausverkauft. Dieses Auto tut richtig was für das Image der Marke. Der Mito dagegen, der muss das Geschäft ankurbeln. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ihm gelingen wird. Denn auch die deutschen Mädels werden auf das Design fliegen. Der Mito sieht einfach sexier aus als Corsa und Polo. Und man bekommt einen tollen Diesel. Kräftig, sparsam zugleich, da kommt man flott vorwärts. Er ist nur nicht ganz so sportlich, wie er aussieht. Und auch bei den Platzverhältnissen muss man sich etwas einschränken. Und wenn man ihn so ausstattet, wie unseren Testwagen, ja, mit Big Xenon, mit Bose Soundanlage, dann sind schnell mal 23.000, 24.000 Euro beisammen. Aber das ist bei diesen Lifestyle-Minis à la Mito oder eben Mini Cooper heute ja gängig geworden. Wenn Sie wollen, schauen Sie rein auf dsf.de. Da gibt es unsere Beiträge noch mal zum Anschauen. Wir verabschieden uns von Schloss Hohenkammer in Oberbayern. Servus.